treffe jetzt den Herrn Hansmann. Herr Hansmann ist Vorstandsvorsitzende der HDI Vertriebs AG und war vorher bei der AXA als Vertriebsvorstand tätig. Ich bin jetzt gespannt, wie er das Thema Mensch im Rahmen der Digitalisierung bei der HDI sieht. Die HDI ja auch mit einem sehr großen Stammvertrieb, aber auch mit Maklergeschäft und auch mit Direktvertrieb unterwegs. Und ja, wir treffen ihn jetzt hier in Köln und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Herr Hansmann, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Hier in schönen Köln, in Ihrem Büro. Einstiegsfrage. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Investments in den Stammvertrieb im Bereich Technologie in den nächsten 12 bis 24 Monaten? Ja, da muss man unterscheiden so ein bisschen das Thema Automatisierung und Digitalisierung. Ich nehme mal das Thema Automatisierung. Das ist zum Beispiel das ganze Thema Agentursystem. Ja, und das ist das Bestandsverwaltungssystem für die Ausschließlichkeit draußen, für die Agentur, aber auch das Akquisesystem. Akquisesystem heißt zum Beispiel auch Lead Management. Und das rollen wir unter dem Namen Agentur Plus jetzt bei uns zum 1. Januar aus. Also ein völlig sehr modernes, ja, und ausgelegtes auf Lead-Management, Kampagnenmanagement, Akquiseansätze aus den Beständen akquirieren mit Kaufwahrscheinlichkeiten. Das rollen wir jetzt zum 1.1. aus unter dem Namen Agentur Plus in unserer Ausschließlichkeit. Mhm. Das Thema Digitalisierung ist dann das Thema Vermittler-Homepage zum Beispiel, was ich gerne, jede Agentur braucht, ob Makler oder Ausschließlichkeitsagent, braucht heute eine professionelle Vermittler-Homepage mit einigen Tools, wie zum Beispiel Videotelefonie. Nicht jeder Kunde will, dass man noch zu ihm nach Hause kommt wegen jeder Sache, sondern will auch dann face-to-face per Videokonferenz praktisch mit der Agentur über Versicherungen sprechen. Mhm. Das Thema, was sehr wichtig ist, ist auch zum Beispiel Terminierung digital. Das können Sie beim Zahnarzt heute machen, können Sie selbst bei Behörden schon machen. Also auch das muss gegeben sein für eine Versicherungsagentur, dass digital terminiert werden kann. Und die Vermittler-Homepage muss auch auf die Zielgruppen ausgerichtet sein. Sogenannte zielgruppenspezifische Landingpages. Und da sind wir im HDI prädestiniert dafür. Weil wir haben ja sehr viele Zielgruppen. Wir sind ja ganz stark bei Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern etc. Und wenn ein Steuerberater auf eine allgemeine Homepage kommt, wo er sich überhaupt nicht wiederfindet, dann würde er sofort wieder runtergehen. Das heißt, wir müssen sehr zielgruppenspezifische Landingpages haben. Die haben wir, aber die müssen wir immer professionalisieren und ausbauen. Jetzt sehen wir, dass natürlich es schön und gut ist, eine Homepage zu machen und irgendwie Lead Generation zu machen. Aber wir beide wissen wahrscheinlich, dass im Versicherungsbereich, gerade im Stammvertrieb, das Geschäft doch meistens noch sehr outbound getrieben ist. Oder ist das bei der HDI? Naja, also ich glaube, es wird der in der Ausschließlichkeit gewinnen. Also erstmal glaube ich, dass die Ausschließlichkeit die Zukunft hat. Mhm. Wobei meine These ist, nicht der Endkunde wird die Zukunft einzelner Vertriebswege bestimmen. Ich glaube, ein größerer Einfluss kommt von der Regulatorik. Ja, die Regulatorik wird sehr stark bestimmen, in welche Richtung es geht teilweise. Nehmen wir das aktuelle Thema Provisionsdeckel, trifft Makler deutlich mehr als die Ausschließlichkeit etc. Aber ich glaube fest noch an den personellen Vertrieb, allerdings völlig neu gestaltet als noch vor 10 Jahren. Ja, das heißt, ein moderner Kunde, und davon kriegen wir immer mehr von diesen Kunden, die eben es verlangen, dass sich eine Agentur auch digital aufstellt. Ja. Mhm. Und eine Agentur, die das nicht, ich sag mal, die das nicht sieht, dass sie sich auch digital aufstellen muss, das fängt an bei Videotelefonie. Ja. Ein Kunde verlangt das. Können Ihre Vermittler schon alle über Video Chat mit Kunden kommunizieren? Sie können, aber noch nicht alle haben Ja dazu gesagt. Mhm. Da sind wir beim Thema Change-Prozess. Ja. Also wir haben natürlich auch, wie bei allen Vertrieben, ich glaube nicht, dass es eine Frage des Alters übrigens ist. Ja. Wir haben Agenturinhaber, die sind über 60 und sind begeistert von unseren neuen digitalen Tools. Und wir haben Agenturinhaber, die sind Mitte 30, die muss man noch etwas hintragen, sage ich mal, und überzeugen, dass das die Zukunft ist, dass es der Endkunde eben verlangt. Und was machen Sie mit den Vermittlern, die auf, ich sag mal, diese neuen Kanäle nicht aufspringen, obwohl sie wissen, dass auch in deren Kundenkreis, in deren Bestand es viele Kunden gibt, die diese Kanäle eigentlich möchten? Naja, also erstmal vorab, wir werden die nicht kündigen, logischerweise, ja. Sondern wir wollen die überzeugen. Und die größte Überzeugung kommt übrigens nicht, dass der Vorstand sich vorne hinstellt und sagt, also ihr müsst das jetzt haben, ja, oder der Regionalleiter oder sonst jemand, sondern indem wir Erfolgsmodelle aus der Ausschließlichkeit oben hinstellen, die davon berichten, wie erfolgreich sie damit sind. Erfolgreich heißt, dass sie ihre eigenen Prozesse optimieren, dass sie teilweise Neukunden mehr gewinnen. Also dass sie sich hinstellen und sagen, ich habe das ausprobiert und es ist sensationell, ich habe mehr Erfolg, ich habe mehr Zeit, meine Kunden zu beraten, ich habe meine Prozesse optimiert.
Also die besten Sachen sind immer Beispiele auf die Bühne stellen und sagen, ich habe es gemacht und ich bin begeistert davon. Mhm. Und das am besten über alle Altersgruppen hinweg. Wenn Sie da natürlich einen 25-Jährigen oben hinstellen, der sagt, ich bin begeistert, dann fühlt sich natürlich der 62-Jährige oder der 58-Jährige nicht mehr angesprochen. Ja. Jetzt stellt sich ja oftmals die Frage, welche Resultate bringen diese Digitalprojekte denn heute schon? Haben Sie Erfolgsgeschichten, wo Sie sagen können, dort haben wir wirklich messbar in den letzten ein, zwei Jahren was erreicht, was die Vertragsdichte angeht, ja, wenn man sagt, ganheitliche Beratung. Gibt es dort irgendwelche Erfolgsstories? Sagte ich ja. Noch ganz am Anfang? Nein, ich sagte ja, also wir haben Erfolgsstories, die konsequent zum Beispiel Durchblick nutzen. Nehmen wir das Beispiel mal. Da sagen die Praktiker, also 84er, wir haben plötzlich mehr Abschlüsse. Ich habe beim Kunden mehr Abschlüsse, seitdem ich dieses Tool nutze und den stelle natürlich auf die Bühne auch, ja, unter Flutlicht und sage, hier, erzähl mal deine Erfolgsstory. Klar. Aber lässt sich das schon auf die breite Masse des Stammvertriebs? Die breite Masse? Nein. Ja, also es ist so, das Ziel ist es zu multiplizieren, ja, aber wie so vieles geht mir alles viel zu langsam. Ja, das ist auch in dem Punkt so. Schauen wir mal ein wenig in die Zukunft. Wenn jetzt eine deutsche Bank sagt, wir werden ein Technologieunternehmen, würden Sie das auch so darstellen oder sind Sie vielleicht schon ein Technologieunternehmen? Nein, wir sind ein Versicherer. Ein Versicherer. Ja, und das bleiben wir auch. Wir sind kein Technologieunternehmen und ich weiß, dass das auch der ein oder andere Versicherer so in den Raum wirft. Ja, und wir sind eher so ein Technologieunternehmen mit angeschlossenem Vertrieb und mit angeschlossenen Grundkernkompetenzen eines Versicherers. Thema Risikoausgleich im Kollektiv, Thema Riskmanagement etc. Nein, wir sind ein Versicherer. Mhm. Jetzt nehmen wir mal das Thema schnell umsetzen. Mhm. Ein Beispiel. Ja, ich beschäftige mich viel mit digitaler Kundenkommunikation. Mhm. Jetzt ist ja WhatsApp in den letzten Monaten, Jahren zum wichtigsten Kommunikationskanal herangewachsen. Wir sehen Studien, dass eben 98% in gewissen Zielgruppen wirklich Instant Messaging nutzen und wir hören auf der anderen Seite, dass eben ganze Stammvertriebe eben diesen Kanal nicht anbieten, obwohl es heute eine Möglichkeit gibt, das zu tun. Ja, weil es ja Unternehmen wie auch Flexperto gibt, die das jetzt ermöglichen. Was hindert Sie denn dann daran, dort wirklich schnell in eine Umsetzung zu gehen? Also erstmal haben Eigeninitiativ einige unserer Agentur aus dem Stammvertrieb sehr wohl WhatsApp genutzt, die wir jetzt ganz schnell alle zurückgepfiffen haben unter dem tollen Stichwort EU-Datenschutzverordnung. Ja, man kann also über WhatsApp nicht alle Kundendaten, die man so hat, und gerade Versicherer haben ja sehr personenbezogene, auch vertrauliche Unterlagen, durch die Welt schicken. Ja. So, wir mussten die jetzt erstmal stoppen und sagen, also ich sage auch immer, eine Agentur, der noch nicht so tief wie Sie wahrscheinlich in digitalen Themen drin sind, der braucht auch so einen Digitalführerschein. Mhm. Weil das ganze Thema Digitalisierung birgt ja auch wahnsinnig viel Gefahren. Ja, also der kann ja auch ganz viel falsch machen bei dem Thema. Mhm. Und wir bieten übrigens auch Schulungen an, wie gehe ich richtig in diese digitale Welt rein. Mhm. Also man muss auch Agenturen da vorbereiten. Das ist ganz wichtig. Ja. Herr Hansmann, lassen Sie uns mal über Menschen sprechen. Nun ist ja die Digitalisierung immer ein schönes Buzzword und Technologien sind vorhanden. Man kann ganz viel tun, aber vieles hängt dann damit zusammen, mit den Menschen, die das Ganze dann auch nutzen sollen und auch das Management-Team, was diese Themen vorantreiben muss. Wo sehen Sie denn hier noch Handlungsbedarf auch bei der HDI im Hinblick auf Strukturen, Prozesse, sodass wir hier noch schneller, noch besser werden können? Wo sind die größten Handlungsfelder, die Sie gerade angehen? Ja, da müssen wir, sagen wir mal, 2-3 Jahre zurückgehen. Es gab hier einen ziemlich großen Schnitt auch bei der Führung. Wir haben auch im Bereich leitendes Management einige Änderungen vorgenommen, wo wir gesagt haben, das sind die falschen. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ziemlich am Ende in dem Thema. Im nicht leitenden Bereich, wie wir wissen, ist das in Deutschland alles nicht so einfach. Ja. Das verstehe ich. Denken Sie, es braucht auch versicherungsfremde Köpfe im Versicherungsmanagement oder ist das dann doch ein Schritt zu weit? Im Versicherungsvertrieb halte ich es schon für ganz sinnvoll, auch wenn man wirklich auf die Ebene von mir geht, Vorstandsvorsitz von der Vertriebs AG, dass der weiß, von was er spricht
Und da hilft es nicht, dass er nur weiß, was Digitalisierung ist. Also er sollte auch mal einen lebendigen Kunden gesehen haben und sollte vielleicht sogar mal Selbstvertrieb gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das ist für die Glaubwürdigkeit, wenn Sie eine große Vertriebsmannschaft führen, ganz wichtig. Jetzt sehen wir ja oft, dass es Unternehmer braucht in Phasen, wo viel im Wandel ist und vielleicht die klassischen Manager die Arbeit besser machen, wenn eigentlich das Business graduell optimiert werden muss, aber wenn es jetzt nicht deutliche Ich glaube, also jeder Manager, jeder Leiter einer großen Vertriebseinheit muss heute eins drauf haben, er muss ein modern denkender Change Manager sein. Mhm. Die Welt ändert sich so schnell, wenn das einer ist, der sagt, also das war doch schon immer so, hatte ich immer Erfolg mit. Ja, also das ist, glaube ich, nun ganz schlecht. Ja. Aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass er auch eine gewisse Fachlichkeit hat, nach wie vor. Ja, wenn einer in Versicherung wirklich von nichts eine Ahnung hat, das eine schießt das andere nicht aus. Mhm. Also ich stelle sicherlich ganz andere Anforderungen heute an einen Manager, den ich einstelle, wie vor 10 Jahren. Mhm. Aber gewisse Sachen, die erwarte ich immer noch von ihm. Mhm. Ja. Also Fachlichkeit hilft. Ja, und er muss natürlich auch für neue Themen aufgeschlossen sein und er muss ein Change Manager sein, er muss Leute für sich gewinnen können, begeistern können und für neue Entwicklungen begeistern können, klar. Digitale Investments, ja oder nein? Venture Capital Investments, Company Building? Ja, digitale Investments, ja, wenn es Sinn macht. Ja, also man muss als Versicherer übrigens nicht alles selbst machen. Ja, also die gesamte Wertschöpfungskette muss man nun nicht selbst abbilden, sondern man kann sie zum Beispiel auch ganz klar outsourcen. Ich glaube, das Thema Risikoausgleich im Kollektiv, also selbst, also die Kernkompetenz eines Versicherers, das sollten wir schon noch selbst machen. Mhm. Aber nehmen wir mal das Thema Teilbereiche in Schaden. Nehmen wir mal den neuen Markt Cyber. Wir arbeiten mit dem Externen jetzt zusammen, der ein Profi ist im Thema Schadenbearbeitung Cyber. Da gibt es eine Hotline-Nummer, wenn da plötzlich der Kunde sagt, oh, ich glaube, ich habe einen Cyberangriff. Ja, dann wird er sofort dorthin verbunden, da sitzen Profis, weil es geht ja erstmal darum, den Cyberangriff abzuwehren, das heißt, den Schaden zu minimieren. Das haben wir nicht selbst aufgebaut, das haben wir zum Beispiel outgesourced an Unternehmen als ein Beispiel. Interessant ist ja, dass die Rolle dieser ganzen Insurtechs, Clarks etc. hat sich ja geändert. Mhm. Ja, früher waren die ja dabei, also wir sammeln ganz viel Policen ein, ja, machen Mordswerbeausgaben und hoffen, ganz viele Endkunden kommen zu uns, ja, und buchen diesen digitalen Versicherungsordner. Das Geschäftsmodell hat sich ja komplett geändert. Ja. Sondern die zecken sich ja jetzt in Wertschöpfungsketten von großen Unternehmen ein, wie Deutsche Bank etc. Also bei denen hat es ja gerade Klick gemacht, dass das erste Modell hat ja keine Zukunft gehabt. Mhm. Abschlussfrage. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen ich vergleiche das immer wie beim Börsenkurs, wenn der sinkt, dann stelle ich mir ja auch die Frage, bleibe ich drin oder bleibe ich nicht drin? Oder steige ein. Ja, steige ein. Und ich muss ja die Entscheidung jedes Mal nochmal neu fällen. Übertragen jetzt auf den Versicherungsvertrieb. Wir wissen ja, dass die Ausschließlichkeit vielleicht deutlich oder sie muss deutlich effizienter werden. Wenn Sie jetzt heute nochmal eine Versicherung gründen würden, würden Sie sie dann auch mit einem Ausschließlichkeitsvertrieb gründen? Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe eben schon gesagt, die Zukunft der Vertriebswege wird durch die Regulatorik stark entschieden. Ich sage mal ein Beispiel. Vor 10 Jahren, ich sage Ihnen jetzt nicht, welche Unternehmensbrater das war, aber eigentlich waren es vor 10 Jahren austauschbar. Vor 10 Jahren haben die mir gesagt, Herr Hansmann, Sie müssen setzen auf Lebensversicherungen, auf Bankvertrieb, das ist die Zukunft. Und vergessen Sie die Ausschließlichkeit und vergessen Sie Kompositgeschäft. Vor 10 Jahren war keine Niedrigzinsphase. Die Cash-Cow eines Versicherers ist heute, wenn er einen großen SUHK-Bestand hat und wenn er eine eigene Ausschließlichkeit hat. Das ist zurzeit bei jedem Versicherer die Cash-Cow. Ja. So, wenn ich jetzt Lebensversicherungsvorstand wäre, also Vertriebsvorstand wäre bei einem Versicherer, der nur Leben macht und nur einen Vertriebsweg, weil man Makler oder nur AO, würde ich nicht so ruhig schlafen unter regulatorischen Gesichtspunkten, wie ich jetzt schlafe. Weil ich habe eine Ausschließlichkeit, ich habe Kooperationen, ich habe die Direktversicherer und habe Makler. Ich kann Ihnen das nicht sagen, welcher Vertriebsweg die Zukunft unter regulatorischen Gesichtspunkten hat. Vor 2 Jahren wollte Brüssel entscheiden, dass im Maklervertrieb keine Provision mehr gezahlt werden darf, nur noch Honorarberater. Das war kurz vor knapp, dass im Leben Maklervertrieb nach Kotageverkauf das Licht ausgegangen ist. Auf Ihre Frage konkret zu antworten, würde ich heute nochmal meinem besten Freund empfehlen, eine Ausschließlichkeitsagentur aufzumachen? Ja. Wenn er mich fragen würde,
Ja, und würdest du davon abraten, Makler zu werden? Das war nicht die Frage. Ich würde auch heute mit vollem Selbstbewusstsein ein Maklerbüro aufmachen. Was die Zukunft hat, ist teilweise Glaskugel. In meinen Augen entscheidet das A, nicht der Endkunde. Es entscheidet die Regulatorik, aber am meisten entscheidet jeder Einzelne für sich. Ich glaube, die professionell aufgestellte Agentur in der Ausschließlichkeit hat eine Zukunft und der professionelle aufgestellte Makler hat eine Zukunft. Aber gewisse Geschäftsmodelle in beiden Vertriebswegen haben keine Zukunft mehr. Herr Hartmann, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Wir verabschieden uns wieder aus Köln und fahren zurück nach Berlin. Hinter mir der Kölner Dom. Jetzt geht's in die Berliner Abendsonne und ich freue mich auf die nächsten Wochen und die nächsten Termine, die anstehen.